Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir hier die Romani Ranch mal betreten, uns ein bisschen umgeschaut und hier haben wir auch mein geliebtes Epona-Lein wiedergefunden. Und jetzt habe ich mal hier mit der lieben Romani gesprochen, die ja nach der Ranch anscheinend benannt ist. Und die hat mir von ein paar Außerirdischen oder irgendwelchen Viechern erzählt, die wir jetzt abschießen dürfen. So, in diesem Sinne, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Majora's Mask Style. Ja. Unser Einsatz beginnt heute Nacht um 2. Ich werde in der Scheune warten. Komm nicht zu spät. Am besten ein bisschen früher. Dann können wir noch ein bisschen. Du weißt schon was. Du wirst heute Nacht aushelfen. Okay. Dann warten wir mal. Muss die Zeit jetzt eben nur ein bisschen schneller vergehen? In der Nacht um 2, sagt sie. Wie ging das nochmal rückwärts? Eine schöne Melodie, muss ich sagen. So, dann will ich den normalen Zeitfluss wieder, damit es auch ein bisschen schneller hier vergeht. Geht. Ja, und jetzt heißt es wohl warten. Wir können sie währenddessen noch ein bisschen umschauen. Mal schauen. Ja, bei ihr ist es ja jetzt gerade, genau. Nachts um 2:30 Uhr, ich dachte um 2. Ja, bei der habe ich ja immer noch das, genau. Okay, das gehört zu seinen Missionen, das ist schön. Okay. Hallo Epona. Du bist nicht mehr eingezäunt? Was steht da auf dem Schild? Wie man seine Felsfreunde stellt. Epona, ich will auf dir reiten. Ich hab mein Eponalein. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön, Leute? Ich hab mein Eponalein wieder. Och, ist das schön. Ich gehe dann mal. Tschüss. Könnte man noch als Viehdiebstahl betrachten. Rein theoretisch gesehen, praktisch gesehen nicht, weil sie eh mein Pferd ist. Rein theoretisch gesehen. Praktisch gesehen habe ich es nämlich damals in Ocarina of Time von Basil geklaut. Wenn man das mal so, so sehen will. So, ich will jetzt nämlich zum Meer, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Und deswegen will ich da erstmal drüber springen. Mich würde es jetzt mal interessieren, ob das mit Epona dann gespeichert wird. Ob ich Epona dann jederzeit rufen kann. Wenn ich in der Zeit zurückreise. Das würde mich ja schon mal interessieren. So. Schön. Ich habe immer noch 4 Stunden. Und dann sind wir jetzt hier am Strand. Wow, das sieht hier echt cool aus, weißt du? Das sieht hier mega geil aus. Und es ist groß, wie es scheint. Halt, was steht auf dem Schild? Wahrscheinlich Schädelbucht voraus oder irgend sowas. Vorsicht vor. Was? B-U-W-L-F. Bösartige Unterwasserlebensformen. Okay.
bösartige Unterwasserlebensformen. Das klingt ja schon mal sehr zuversichtlich. Und was haben wir hier? Gefahr, betreten verboten. Schwimmen aufgrund von trübem Wasser verboten. Okay. Ich will aber trotzdem mal ein bisschen schwimmen. Ach, was willst du denn schon wieder, Navi? Lass mich doch in Ruhe. Ich will mich selbst... Nein, Navi, jetzt lass mich in Ruhe. Ich will mich ein bisschen umschauen. So, was, wo geht's denn hier lang? Jetzt in der Höhle der Zoras. Die Zora-Band mit dem Tiefsee-Sound, die Indiegogos. Okay. Das will ich mir anhören. What the f... Wow. War das ein großes Teil. Alter Verwalter. Also die waren noch Ocarina of Time ein bisschen kleiner. Wobei ein bisschen noch freundlich ausgedrückt ist. Zora-Spiel. Wer es wagt, Krüge zu zerstören, wird streng bestraft. Wo sind da Krüge? Wo sind denn da Krüge? Hm. Zoras halt. Jawohl. Der wäre auch down. Alter, sind die Teile in dem Spiel groß. Das ist ja abartig. Aber ich sag's mal so. Ich habe glücklicherweise ein gutes Schwert. Ein sehr gutes Schwert. Das niemals stumpf wird. So, hi. So, alles besiegen einfach. Einfach, weil ich's kann. So. Und jetzt? Geht's hier immer noch weiter? Ja, wo ist denn jetzt diese Zora-Band? Von der haben wir auch schon mal in Unruhstadt gehört. Kristallfluss. Heimat der Biber. Vorsicht vor starken Strömungen. Okay. Was zum Geier? Da will ich ehrlich gesagt nicht runter. Jetzt gibt's hier aber auch nicht ehrlich gesagt irgendwas Besonderes. Ich will mal kurz mein Auge der Wahrheit. Ich habe das Gefühl, dass hier ein bisschen was Top Secret ist, weißt. Aber dem ist nicht so. Weißt, es soll hier eigentlich irgendwo eine Kiste sein, aber... Hier ist keine Kiste. Hä? Und hier soll auch irgendwo eine Kiste sein, aber da ist auch keine Kiste. Was soll denn das? Spiel! Hör auf mich zu trollen! Oh, ich sehe es gerade von der Zeit her. Mir läuft ja die Zeit ein bisschen davon. So ein minimales kleines bisschen. Dann holen wir uns schnell mal Epona noch, damit das alles ein bisschen fixer geht. Ah, da kommst du. Wunderbar. Und dann jetzt... Nein, nicht gegen die Wand rennen, Epona. Und dann jetzt schnell zur lieben Romani.
Schneller, Epona! So, hier wartet sie auf mich, hat sie gesagt. Ein paar Minuten kommt sie raus. Gleich ist es soweit. Jetzt müsste sie gleich da sein. Jetzt. Ah, da kommt sie ja. Da kommt sie ja. Hallo, rede mit mir. Bald ist es soweit. Du kümmerst dich um den Außenbereich, Grashüpfer. Behalte die Karte im Auge, sofern du eine hast. Was auch immer geschieht, sie dürfen nicht in die Scheune gelangen. Sie nähern sich der Scheune auch von hinten. Sei also vorsichtig. Oh, das ist gemein. Sollten die Pfeile ausgehen, dann sieh in den Kisten nach, die nahe der Scheune herumstehen. Okay. Ich habe also nicht unendlich Pfeile. Das ist kacke. Oh, du bist ein Hund. Hör auf, den anzuvisieren, Mann. Alter. So. Wo ist der nächste da? Ich glaube, da kommt von hinten gerade einer. Von da irgendwie. Da. Was wollen die eigentlich von den Kühen? Klitzekleines Problem gerade. Eieieiei. Ich habe gerade ein kleines Problem, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich mich um den Pfeilvorrat kümmern muss. Damit habe ich nicht wirklich gerechnet und deswegen war ich gerade ein bisschen knapp mit Pfeilen, sage ich jetzt mal. Aber jetzt klappt's ja. So. Ich war einmal kurz in der Bredouille, aber jetzt würde ich mal sagen, passt es. Im Übrigen wollte ich nur mal kurz anmerken, liebes Spiel, die ersten Sonnenstrahlen sind schon lange da. Epona, geh da weg. Sehr schön. Sehr schön, das war's. Ist das bescheuert? Wir haben es geschafft, wir haben sie besiegt. Ich danke dir. Dank deiner Hilfe wurden die Kühe gerettet. Nimm bitte diese kleine Aufmerksamkeit an. Wenn du trinkst, vergiss nicht, eine Hand an die Hüfte zu stemmen. Du hast eine Milchflasche erhalten. Hey, die dritte Flasche. Super. Die Milch versorgt dich mit wertvollem Kalzium. Yeah. 5 Herzen, okay. 2 Schluck, okay. Meine Schwester wird gleich aufstehen. Ich muss rasch zurück in mein Zimmer. Bis später, kleiner Held. Okay. Gut. Und das war jetzt gut, oder? Ach, das ist schon alles bei ihr. Okay, das ist ja super. Dann könnte ich jetzt das von ihr machen. Als nächstes. Das ist ja super. Super, super, super.
Super, super. Ja, ja, der kackt da immer mit, Bildschirm wird kleiner und so, Machen wir es lieber so. Dann wird der Bildschirm wenigstens nicht kleiner. So. Jetzt schauen wir doch mal in unser schlaues Notizbuch. Es ist ja, wann ist denn das so? Es dauert auf jeden Fall noch, bis die Sequenz ist, sage ich jetzt einmal. Dann wollen wir es jetzt mal so. Die Nacht ist ja, das ging jetzt 12 Stunden um dadurch. So, die beginnt ja dann im Spiel um 6 Uhr abends. Genau, so. Schauen wir doch mal in unser liebes Notizbüchlein. Aha, jetzt soll es gleich beginnen. Die Sequenz. Was haben wir denn da? Was bist denn du? Oh, guten Abend. Habe ich dich gleich gefunden, passt. Ich fahre jetzt in die Stadt, um meine Lieferung zu machen. Möchtest du mitfahren? Warum nicht? Oh, das freut mich. Ich fühle mich heute irgendwie sehr einsam. Da freue ich mich über jede Gesellschaft. Okay. Okay. Ist schon eine Weile her, seit unser Vater von uns gegangen ist. Ich kümmere mich um die Ranch, aber das ist irgendwas. Die Kühe wirken irgendwie bedrückt in der Chef. Auch finde ich überall zerbrochene Krüge. Wer kann so etwas nur tun? Auch meine Schwester Romani scheint sehr besorgt zu sein. Sie übt täglich mit dem Bogen, um die Geister zu verjagen. Was erzählt man sich in der Stadt über den Mond? Er scheint viel größer zu sein als sonst. Das mache ich in dem Spiel nicht, dass die Texte so schnell vergehen. Ich habe eine Freundin in der Stadt. Ihr Name ist Anju. Anju, übermorgen wird sie als Braut für den Altar treten. Ich frage mich, ob dieses Ding tatsächlich herabstürzen wird. Nein, nein, das werde ich schon verhindern. Alter, die Texte vergehen so schnell, das ist brutal. Viel zu schnell. Was? Die Straße? Junge, schnapp dir einen Bogen. Ich glaube, ich weiß, auf was das hinausläuft. Ich glaube, ich weiß sehr stark, worauf das hinausläuft. Zuerst wird die Milchstraße durch einen Felsen blockiert. Und jetzt? Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen wohl diesen Umweg in Kauf nehmen. War ja klar, dass es keine einfache Überfahrt wird. Bist du bereit? Ich werde versuchen, uns so rasch wie möglich herauszubringen. Du musst versuchen, unsere Verfolger mit deinen Pfeilen zu verjagen. Verfolger? Wir haben Verfolger? Ich glaube, sie sind hinter den Milchkrügen her oder hinter meinen Milchtüten. Eins von beiden. Weißt du, was du zu tun hast? Ja, ich denke mal schon. Danke, ich verlasse mich auf dich. Wenn wir es schaffen, hier heil rauszukommen, bin ich dir einen großen Gefallen schuldig. Oh. Oh. So. Ach so, das sind die beiden Dinge. Das sind die beiden Farmbesitzer, oder? Kann es sein? Sind es die beiden Farmbesitzer? Die Brüder, wie heißen sie nochmal? Die war aussehen wie Basil halt. Weißt? Geh weg! Geh weg! Dauerfeuer!
Speerdauerfeuer aktiviert. Geht's weg. Weg, 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 weg. Nein, bleibt ja auf Entfernung. Ich sagte auf Entfernung. So. Geh weg. Geh weg oder ich hol meine Uzi. So. Alter, ich hab die Welt gerettet. Locker habe ich eine Uzi bei mir. Oh, gehst du weg? Gehst du weg? Geh weg! Geh weg! Du auch! Hab ich's geschafft? Ja. Oh Mann. Es war aber zum Schluss, ist echt knapp. Herr Barton war sehr froh, endlich wieder eine Lieferung zu erhalten. Ich danke dir. Du warst großartig. Das ist zwar nicht sehr viel, aber bitte nimm es an. Herzteil! Was ist das? Nee. Was? Oh! Sie weist sich als Mitglied der exklusiven Milchbar-Latte aus. Ah! Na, das ist gut zu wissen. So bin ich also, so werde ich also ein Mitglied davon. Aha! Das ist ja gut zu wissen. Durch nur eine gute Tat kann ein Kind zum Erwachsenen werden. Diese Maske wird nur an wenige erwachsene Kunden vergeben. Sie ist das Zeichen der Mitgliedschaft. Hiermit erkenne ich dich als Erwachsenen an. Du hast die Milch beschützt. Oh yeah! Wie schaue ich aus, wenn ich die Maske trage? Ist klar. Ist klar. Okay. Ist klar. Natürlich. Natürlich. Okay. Das habe ich alles, das habe ich alles. Bei denen ist das alles zu kompliziert. Ah, warte mal, bei ihr sehe ich da jetzt. Ah, ja, jetzt habe ich nämlich auch endlich mal hier das kapiert. Ich habe das ja ewig nicht gecheckt, das Notizbuch. Das habe ich ja ewig nicht gecheckt, aber jetzt kapiere ich's. Wusste ich's doch, dass du das warst. Okay. Ja, das ist schön. Eilpost und Mama dringend. Ist halt die Frage, wo war die? Die muss ich halt dann wieder suchen. Aber gut, das kommt ja alles noch. Ich würde mal sagen, ich lege jetzt die Rubine noch ab. Und dann reisen wir mal wieder. Stimmt ja, die Milchbar. Dann warten wir mal, bis es 10 Uhr wird. Der Part ist zwar schon vorbei, aber jetzt können wir mal kurz reingehen. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren, weil danach muss ich halt komplett aufhören, weil es wird auch langsam mal Schlafenszeit für mich. Außerdem habe ich noch Durst, ich will noch ein bisschen Pokémon spielen, ich will noch Simpsons spielen, schauen. Klar, ich habe jetzt gerade noch gesagt, es wird Schlafenszeit, aber nein, da will ich vorher noch ein bisschen Pokémon spielen und Simpsons gucken und... Ah, du bist ein Mitglied, bitte tritt näher. Und mal gucken. Hi. So, so, du bist also ein Mitglied. Wir hätten eigentlich einen Auftritt gehabt, aber er wurde abgesagt. Dieses Lokal steht im Ruf, ein hervorragender Platz für Live-Konzerte zu sein. Was für eine Schande. Trotzdem würde ich gerne einen Soundcheck machen. Ich möchte nur einmal erleben, wie es gewesen wäre. Hey, du. Würdest du mir wohl zur Hand gehen? Ja, klar. Was soll ich machen? Okay, du spielst die Ocarina. Stell dich ins mittlere Scheinwerferlicht.
Okay. Okay, pass jetzt genau auf. Okay. Okay, und jetzt? Okay, das hört sich gut an. Was hört sich gut an? Dieser kratzende, sinnlose Lärm etwa? Wenn ich jetzt einfach mal hier das Corona-Schlummerlied spiele? Einfach mal so? Weil er gerade so schläfrig aussah? Nein. Und jetzt? Ja. Stell dich ins mittlere Scheinwerferlicht. Pass jetzt genau auf. Ja, das ist wieder genau das gleiche. Hä? Es ist doch jetzt nochmal genau das gleiche, was ich mache. Willst du vielleicht mal ein paar Bongo-Trommeln hören? Mach ich doch, okay. Ah, okay. Okay, pass jetzt genau auf. Das klingt sogar stylisch. Ach, das ist ja interessant. Was hört sich gut an, kratzen so das Lärm und bla bla bla, deine Mutter. So, dann brauche ich jetzt noch meine Deko-Maske und das bedeutet, es gibt noch eine einzige Verwandlung, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Mit Schlagzeug spielen. Wenn ich das jetzt so richtig sehe. Spielst du ein Blasinstrument, stelle ich vorne links, ja, okay. Da, guck. Mal gucken. Ja, es gefällt ihm immer noch nicht. Aber eine Verwandlung brauche ich noch, aber die habe ich nicht. So. Hallo? Mein Herr, bitte halten Sie sich an die Regeln. Diese Woche müssen Sie Romanis Maske tragen. Oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich muss aussehen wie Romani. Das wusste ich nicht. So. Besser so? Jetzt sehe ich wenigstens aus wie du. So, zufrieden? Mit dem Wirt sprechen? Heute Nacht haben wir besonders gute Milch im Angebot. Möchten Sie vielleicht etwas Romani, bevor der Mond zum letzten Mal über dem Himmel zieht? Warum nicht? Was darf sein? Normale Milch, ja, normale Milch. Eine Flasche wurde mit Milch aufgefüllt. Ah, okay. Das heißt, ich kann hier ganz normal Milch nachkaufen. Okay. Hey, du! Milch! Ich will Milch! Kann man von Milch eigentlich einen Schwips bekommen? Was? Ich starr mich nicht so an! Aber ich bin hier nur ein verschmähter Zweitgeborener. Mein älterer Sohn kann viel besser mit Pferden umgehen als ich. Auch mein jüngerer Bruder ist mir da um einiges voraus. Ich habe die Ranch verlassen, bin in die Welt des Showbusiness gerutscht, bin viel herumgekommen, aber wozu das alles? Für nichts! Aber ich musste einfach in die Unterhaltungsbranche einsteigen. Es ist einsam. So einsam. Okay, du hast einen leichten Nervenzusammenbruch irgendwie. Kann das sein? Willst du jetzt Milch oder nicht?
Was? Starr mich nicht so an. Ja, ich dachte, du wolltest Milch. Was, wenn ich ohne Mütze mit dir rede? Ich dachte, du wolltest Milch. Da. Ja, dann trinke ich es halt selber. Ist gut für die Knochen, weißt du? Kalzium und so. Trinke ich meine Milch halt selber. Naja. Muss mir gerade einfällt, ich wollte jetzt gerade die Hymne der Zeit spielen. Allerdings will ich vorher natürlich mein Geld anlegen. Klar. Ich würde mal sagen, jetzt haben wir wieder viel erreicht. Das ist schön. Sehr viel sogar erreicht. Ja, bla 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 bla. Nein, mit dir will ich nicht reden. Sehr, sehr viel erreicht. So, ich will Rubine einzahlen. Da 777 Rubine. Bitteschön. Und somit dürfen wir unseren ganzen Fortschritt wieder löschen und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob wir dann jetzt unser Pferd noch haben. Südunruhstadt sind wir wieder. Und das zur Dämmerung des ersten Tages. Ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt dieses Mal wieder sehr viel erreicht. Wir sind jetzt auch Mitglied in der Bar. Da können wir jetzt auch schon viel machen. Wir können jetzt eigentlich... Also ich könnte jetzt entweder ab dem nächsten Part das Meer jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Oder ich kümmere mich mal ein bisschen um mein Notizbuch. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Mal ein bisschen um mein Notizbuch kümmern. Hätte ich auch mal Lust drauf. Aber das überlege ich mir noch. Vielleicht mache ich auch erstmal den nächsten Tempel. Dann habe ich noch mehr Items. Und dann kann ich mich ja... Dann habe ich noch mehr Möglichkeiten wahrscheinlich, dass ich mich um alles kümmern kann. Ich weiß ja nicht, was die alles von mir verlangen. Wenn ihr zum Beispiel von mir verlangt, dass ich irgendwas machen muss, wo ich eben ein Dungeon-Item brauche von dem Palast, dann weiß ich es ja nicht. Kann ich es ja nicht machen. Also mal gucken, wie ich das noch mache. Also gut, Leute. Das war dann mein Let's Play. The Legend of Zelda Majora's Mask für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.